Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Ja, hier fliegen irgendwie Spinnenweben oder sowas durch die Gegend. Und, gestern habe ich irgendwie die Zeit der Aufnahme verpeilt, in der die freigeschalten wird. Tut mir leid, aber wir beginnen jetzt und machen gleich mal weiter. Weil hier der Big M hat Feld 16 schon fertig gemäht. Und ich habe mir schon ausgesucht, wo wir als nächstes mähen gehen. Da muss ich nur gerade mal kurz gucken. Ich glaube, das war hier auf der rechten Seite. Da muss man nämlich mal gerade rüberfahren zur nächsten Wiese. Weil ich einfach glaube, unser Fahrsilo fast so einiges. Ich habe die Abfahrt jetzt schon wieder eingestellt. Ich werde jetzt nur kurz den Big M auf der nächsten Wiese starten. Und dann müssen wir erst den einen Abfahrer ist eingestellt. Und dann müssen wir den anderen Abfahrer zu der aktuellen Wiese, auf der Big M dann unterwegs ist, einstellen. So, hier müssen wir rein. Forstwirtschaft sind wir. Landwirtschaft sind wir. So, da drüben sind die anderen auch unterwegs und es scheint soweit zu funktionieren. Wir haben hier noch zwei Wiesen. Zum einen die 14 und zum anderen dann die 21, glaube ich. Genau, die 21 wird auch nochmal riesig. Da kriegen wir noch einiges an Gras-Silage raus. So, wo fangen wir denn hier am besten an? Einfach hier, denke ich. So. Ah, Moment, den muss ich ja hier speichern. Als 114. Hinzufügen. 114, 14 Meter Arbeitsbreite, Vorgewende. Machen wir 2. Ist aber eine kleine Wiese. Ist aber nicht so wild. Und dann starten wir mal. Achso, hä? Ja, wir sollten natürlich auch berechnen lassen. Dann sieht das Ganze schon besser aus. Speichern, W14 mähen und starten. Gut, der wird hier jetzt seine Arbeit verrichten. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann müssen wir hier den Masai noch einfahren auf genau dieses Feld. Und das machen wir jetzt. Dann kann der John Deere da hinten auch wieder zu seinem zu seiner Wiese gehen. Aufzeichnung beginnen. So. Wir gucken natürlich, dass wir relativ gut auf der Straße unterwegs sind, dass die sich hier nicht zu sehr behindern. Hängt er schon wieder. So, hier müssen wir nämlich schon rechts abbiegen. Und dann kann der Johnny hier Gas geben. Wir müssen hier zwei Wege natürlich einfahren. Der eine hier zum zur Wiese und den anderen natürlich auch zurück.
entlassen. Speichern. Wie ich. Nein, Quatsch. Sulzfeld. Nee, Sulzfeld. Sulzfeld. W14. Ich weiß gar nicht, weshalb er da vorne die Ecke ausgelassen hat. Dann fahren wir gleich den Weg noch zurück ein. Ist sehr flott gemacht. So, hier können wir auch schneller fahren, ja? Können wir voll gut hier. Bin mal etwas gespannt, wie lange der John Deere braucht. Bis der mit der Wiese 16 fertig ist. Aber so lange sollte er eigentlich nicht brauchen. Was wir festgestellt haben, ist ja, dass die Hochspannungsleitungen da eine Kollision haben. Das heißt, da wird er wahrscheinlich auf uns zukommen und meckern. Beziehungsweise hängen bleiben. So, hier. Ich glaube, hier können wir enden lassen. So, W14. Südfeld. Gucken wir gerade mal, wo der Sulzfeld-Fahrsilo anfängt. Ah, perfekt. Gut, dann können wir eigentlich hier jetzt schon mal starten. Warte mal. Wir machen Sulzfeld-Fahrsilo. Dann machen wir Sulzfeld W14. Dann machen wir 14 Mähen. Und Wiese Sulzfeld hier zurück. Und natürlich als Arbeitsmodus. So, jetzt muss nur kurz der Case hier Platz machen. Und wenn der Platz gemacht hat, ich weiß aber nicht wieso. Wieso schiebt denn der hier nicht? Der schiebt alles in der Mitte, aber hier an der Seite hat er noch nicht angefangen. Oh. Da liegt ein Haufen. Bin ich mal gespannt, ob der Masai hier drüber kommt. So, der fährt auf seine Warteposition und macht Platz für den Masai. Der rast hier durch, weil er halt nichts drin hat. Aber jetzt hier. Nee, der hat nichts drin. Also von dem her kann der hier auch ruhig durchpacen. So, und jetzt haben wir gleich schon. Ja, der kommt drüber. Oder? Es reicht. Es reicht. Aber zur Sicherheit werden wir hier einfach mal kurz in den Radlader hüpfen. Dann schiebt man die Silage einfach mal noch ein bisschen rein. Haben wir hier einen Radlader stehen. Ich weiß noch gar nicht, wofür ich diese Silage hier überhaupt dann später verwenden werde. Ach, da ist hier noch Platz.
Eventuell einfach für den Komposter. So, hat er mir jetzt mit dem Silageschild hier voll gemacht. MF hat durchdrehende Räder. Wieso steht denn der jetzt eigentlich so schräg? Was hat denn der schon wieder gemacht? Warum steht der da so komisch? Muss er geradeaus fahren? Ah, warte mal, wir müssen mal gucken. Wie der hier eingestellt ist. Was die Geschwindigkeit angeht. 35 ist okay. Ist okay, dann machen wir weiter. Und du müsstest eigentlich mal ein bisschen auf die Seite gehen. Aber irgendwie traut er sich da nicht hin. Der hier schiebt alles nur hinter sich her und hier hinten raus. Das ist eigentlich auch nicht so gut. Ich hoffe mal, dass er das hier ein bisschen besser verteilt in Zukunft. Und jetzt kommt er schon wieder. Wenn der hier immer so einen Hügel lässt, das ist schlecht. Dann müssen wir den immer wieder hier reinschieben und das will ich eigentlich gar nicht. Das soll ja automatisch funktionieren. Wobei der Hügel ist ja nicht so viel, wie es jetzt aussieht. Das wird schon irgendwie passen. Ich habe da eigentlich Vertrauen zu meinen Helfern. Eigentlich müsste John Deere jetzt bald mal wieder kommen. Wollen wir mal gucken, der... Der schiebt mich auf der Seite hier. Kann ich mal hier kurz für dich übernehmen? Tja, die Ansicht, die nervt immer ein bisschen. Ja, wenn wir hier ein paar Mal eingreifen müssen, ist ja nicht so schlimm. Sieht es ein bisschen besser aus.
Den Rest wird er schon wieder richtig machen. Ich glaube, manchmal braucht er einmal ein bisschen Unterstützung. Gut. Dann können wir mal gucken, was macht der hier. Der ist voll. Na, supi. Ist er wirklich voll, ja. Sieht so ein bisschen aus, als hätte er nur vorne geladen. Gut, aber das läuft. Feld 19 ist leider immer noch nicht ganz erntereif. Das ist ein bisschen schade, da warten wir noch drauf. Ja, haben wir hier eigentlich irgendwo einen... Besuch mal den Strohverkauf. Dun, 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 dun. So. Er ist immer ein Feld 9 ist auch noch nicht bereit. 19 nicht fertig, 9 nicht fertig. So, wo fährst du hin? Zum letzten Punkt, so wie es aussieht. Er hat das Vorgewende gar nicht richtig gemacht. Vorgewende nicht richtig gemacht, deshalb steht außen noch so viel. Ja, dann müssen wir dich nochmal aus Vorgewende schicken, Junge. So geht das nicht. Das Problem ist, da müssen wir den... Der hat auch nicht auf dem Vorgewende angefangen. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Dann fahren wir doch mal zum Vorgewende und lassen den richtig starten. Oder fährt er jetzt gerade auf dem ersten Vorgewende und sammelt deshalb nichts ein? Könnte uns auch passiert sein. Ich habe mich schon gefragt, weshalb der so viel Platz lässt. Jetzettle. So, dann fahren wir aber mal gerade gucken, was der Massai macht. Ne, der startet auf dem zweiten Vorgewende, genauso wie der andere auch. Seltsam. Warum er das macht, habe ich keine Ahnung. Wichtig ist, er arbeitet... Und wird uns auch die Grassilage zum Fahrsilo bringen. So wie hier der John Deere. Achso, hier kann ich. Ich will immer auf dieser Karte die Fahrzeuge auswählen. Ja, hallo? Hallo, ich will zum John Deere. Der lädt wohl gerade ab. Ja, jetzt. Das schauen wir uns doch mal an. Ist schon krass, dass es alles funktioniert hier. Sieht sehr fein aus. Der hat schon leer gemacht. Der hat jetzt kurz mal alles leer gepumpt. Warum denn? Warum verteilt er das nicht mehr? Wenn jetzt der John Deere hier... Das hätte mich gewundert, wenn der John Deere jetzt hier hängen geblieben wäre. So, und abfahren. So, ich werde aber mal kurz... Guck mal, darf ich mal hier kurz mit einsteigen? So, kann ich hier irgendwie... Schildhöhe... cm ist ein bisschen viel. So, lass mal gucken.
So, der muss jetzt wieder vorfahren auf seine Warteposition, dass der John Deere hier raus kann. Sonst blockieren die sich gegenseitig. So, John Deere kann abfahren. John Deere fährt ab. Und der Case Glas kann wieder starten. Frag mich manchmal, was der jetzt ganz einschlagen. Oh ja. Okay. Oh, und hier kommt schon. Hallo? Wo fährst du denn hin? Wo will denn der hin? Hä? Warum ist der jetzt so aus der Bahn getanzt? Manchmal verstehe ich die Jungs hier nicht. Jetzt springt er wieder daneben. Warum ist er nicht einfach geradeaus weitergefahren? Noch 4 Stunden. Ja, wir gucken jetzt mal, ob der hier das richtig macht. So, hier hinten ist wieder ein riesen Hügel, hey. Dann wird der Case nicht, der Massey Ferguson nicht bezwingen können. Da müssen wir wohl immer wieder mal ein bisschen Platz schaffen. Ja, ich bewege mich ja schon weg. Ja, der Massey Ferguson, der hat einfach die falschen Räder drauf. Also eindeutig. Aber der, ne, warte mal. Das ist doch der John Deere hier. Der durchdrehende Reifen hat. Hängt der etwa am Zaun fest? Der hängt bestimmt an so einem Masten fest. Ja. So, dann müssen wir mal kurz schauen, wo der war. Der wollte irgendwo hier hinter, da scheint es zu sein. In diese Richtung. So. Jawohl. Gut, haben wir gerettet. Der ist noch halb voll. Warum? Warum ist der Massey noch halb voll? Und warum passiert es überhaupt? Es darf nicht passieren. Und auch diese Säuberungsaktion hier sollte eigentlich nicht sein, dass ich das machen muss.
Naja, wir machen es trotzdem, damit es einfach ordentlich aussieht. Was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass das Silo hier leckt. Ja, da, es verliert ein bisschen was. Das sollte auch nicht der Fall sein. Werde ich aber schnell mal in den Wasser hier reinspringen. Abfahrer entlassen. Und gerade mal gucken, ob der vielleicht doch noch den Rest auch entlädt. Nein, du bleibst mal stehen hier. Hallo. Na, jetzt blockieren die sich gegenseitig. Nein! Nein! Oh oh, das geht schief. Hallo? Klar, hör doch mal auf! Alter! Wenn sich der auf einen die Quere kommt, ne? Das ist so ein Kack aber auch. So. Er ist jetzt wieder auf Warten. Ja, das war ein bisschen ungeschickt hier jetzt. hat der Casey, Klaas hier einfach den Masai umgeschlagen. Das ist doof. So. Zweites Mal Rescue hatten wir ja letzte Folge auch schon mal. Da ging es recht flott, dass der wieder gestanden ist. Ich denke, das kriegen wir heute auch wieder gleich hin. Einfach hier ein bisschen anheben. Jawollo. So, und jetzt lädt er jetzt voll den Rest ab. Vielleicht, weil die Silage hier zu hoch ist zum Teil. Muss ich mal reinnehmen. Mache ich dein Schild wieder ein bisschen runter. Aber wenn der so schiebt, da muss schon höher gehen. Oder automatisch. Was ist denn jetzt los? Hallo. Hey. Heute haben wir ein bisschen Probleme mit der Silage. Ne, komm, warte, wir lassen ihn nochmal alleine fahren. Weil eigentlich kann der das. Ich bin zuversichtlich. So, jetzt. Starte durch. Jetzt hebt er nämlich das Silageschild eigentlich auf die Höhe, die er selber braucht. Und verteilt es. Hat schon einige Unebenheiten drin. So, jetzt gucke ich mal, ob der Masse hier wieder irgendwelche Spirenzchen macht. Weshalb der hier umdreht, das verstehe ich auch nicht.
So, ich werde jetzt mal hier kurz entlassen. Ich werde hier mal einen Kurs von der anderen Seite aus einfahren. Und mal gucken, ob das dann besser funktioniert. Möglich wäre es, aber eigentlich denke ich, es macht keinen Unterschied. So, Aufzeichnung beginnen. Vorwärts. Bis auf Nachbars Terrasse. Pause. Rückwärts. Ende. Abfahrer einstellen. So, der hat zumindest alles korrekt abgeladen. Nein, nein, nein. So, und jetzt? Schiebt er von hier aus, hoffentlich besser wie vorher. Sieht irgendwie gleich aus. Nur dass jetzt halt wieder der Berg auf der anderen Seite entsteht. Jetzt haben sie dann den Berg beim Einfahren, das ist wahrscheinlich eher ein bisschen schlecht. Wir werden mal gucken bis zur nächsten Folge, wie das sich entwickelt hier. Welche Position besser ist, die von hier hinten oder die von der anderen Seite. Und je nachdem werden wir halt das so laufen lassen. Ich bedanke mich bei euch. Sorry. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.